Rainer, wärst du denn so gut und würdest unseren Zuhörern, Zuschauern und Lesern erklären, welche Punkte am Motorrad am stabilsten und am sichersten und am sinnvollsten sind und sich als Verzurrpunkte eignen? Das mache ich gerne. Hallo miteinander. Es gibt verschiedene Punkte am Fahrzeug, am Motorrad, wo man Gurte anlegen kann, um das Fahrzeug auch nicht zu beschädigen. Das ist immer sehr, sehr wichtig, weil doch viele Motorräder hier aufbauen, auftragen, wo man doch mit dem Gurt einen großen Schaden anrichten kann. Ich zeige euch kurz einige Punkte. Im vorderen Bereich gehen wir in der Regel her und gehen an die untere Gabelbrücke. Wenn du von unten den Gurt anlegst, kannst du hier unten wunderbar einfädeln und du legst dann den Gurt hier rum und kannst das Motorrad hier verzurren. Wenn das nicht möglich ist, weil das Motorrad hier komplett verbaut ist, andere Modelle, andere Fahrzeuge, gehen wir oben an den Lenker, Lenkerinnenseite. Und müssen immer darauf achten, dass wir keine Kabel oder sonstige Sachen hier abdrücken. Wenn das auch nicht möglich ist, gehen wir an den Lenker, Lenkeraußenseite, also hier in diesem Bereich. Das wäre im Frontbereich. Wo man natürlich nicht festmacht, ist am Spiegel, an den Blinkern oder an sonstigen Teilen, dass man irgendwie versucht, da einen Gurt rumzulegen. Im hinteren Bereich, zeige ich euch kurz, haben wir hier die Aufnahmen von der Sozius-Fußraste. Man kann hier in diesem Bereich, kann man wunderbar den Gurt rumlegen. Das hier ist das Rahmenheck, kann man wunderbar hier rangehen. Oder hier in diesem Bereich, wo es sehr stabil ist, auch von der Sozius-Haltegriffen. Rainer, könntest du so gut sein und uns einmal die Punkte demonstrieren, die relevant sind, um ein Motorrad sicher zu verzurren? Selbstverständlich. Wir haben hier im Boden eingelassene Verzurrösen. Ganz arg wichtig, die sind auch schon serienmäßig bei den Motorrädern, bei den Autos verbaut, um die Motorräder festzumachen zu können. Das wäre hier, ihr seht sie hier im vorderen Bereich, im hinteren Bereich und wiederum hier im vorderen Bereich. Und hier diese Schienen haben wir zusätzlich von der Fachwerkstatt einbauen lassen. Diese Schienen sind wichtig, um die Motorräder zusätzlich zu sichern, oder sind diese Schienen die Hauptsicherungspunkte? Die Hauptsicherungspunkte sind hier im Boden eingelassen, wie die Schiene hier vorne. Du siehst es in der Mitte, haben wir extra von der Fachwerkstatt diese Schienen im Boden eingelassen. Diese Schienen hier vorne, also die oberen sind zur Fixierung, um das Motorrad zu stabilisieren. Hier kannst du das Fahrzeug und hier unten jeweils in die Federn ziehen. Hier bereitet der Rainer gerade das Verzurren des Motorrades vor. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir keine klassischen Ratschengurte verwenden, sondern dass wir Gurte mit Klemmschlössern verwenden. Diese Art von Gurten hat sich in jahrzehntelanger Motorradtransporttätigkeit sehr bewährt. Die Vorteile liegen darin, dass man die eingesetzte Kraft viel besser dosieren kann und damit dann auch Federelemente schonend behandeln kann. Wichtig ist, dass das Motorrad senkrecht steht und dass es nicht komplett auf Block in die Federn gezogen wird, sondern dass noch ein kleiner Restfederweg verbleibt. So kann das Motorrad die Kräfte, die aus dem Hänger oder dem Transporter eingeleitet werden, auch noch besser kompensieren. Der Rainer macht das hier mit einer gewissen Liebe, die auch notwendig ist, wenn die Sicherheit gewährleistet werden soll über viele tausend Kilometer, turbulenten Transport. Theoretisch wäre es möglich, jetzt noch drei andere Motorräder in unseren Transporter zu verladen. Das ist auch häufig der Fall. Hier soll es zu Demonstrationszwecken bei der Yamaha Super Tenere bleiben, die der Rainer hier sehr sorgfältig verzurrt.
Wenn es Stellen gibt, wo der Gurt an Lack- oder Blechteilen oder Plastikteilen am Motorrad zu reiben droht, so ist zu empfehlen, ein Schaumgummi oder eine Decke unterzulegen, um das Motorrad vor Reibbeschädigungen durch den Gurt zu schützen. Mit ein bisschen Übung ist es sehr wohl möglich, auch die komplette Verzurraktion alleine durchzuführen. Wichtig ist, dass die Bremse fixiert wird und dass ein Gang eingelegt ist. Vom Prinzip her ist es egal, ob wir das Motorrad auf einem offenen Hänger oder in einem geschlossenen Transporter verzurren. Wichtig ist, dass die vier Verzurrpunkte fest mit dem Transporter oder dem Hänger verbunden sind, dass sie sich nicht lösen können, dass sie stabil genug sind, um auch höhere Scherkräfte aufzunehmen. Die zusätzlichen seitlichen Verzurrungen sind nicht unbedingt notwendig. Für Rainer bedeutet es eine zusätzliche Sicherung. Zum Schluss demonstriert der Rainer noch, wie stabil das Motorrad verzurrt ist. Man könnte im Prinzip am Motorrad den ganzen Transporter hochheben. Und jetzt steht vielen Kilometer Transportfahrt, sicherer Transportfahrt, nichts mehr im Wege. Vielen Dank, Rainer.